Ja, die erste Phase der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz ist geschafft. Die ersten Projektgruppen haben ihre Arbeit abgeschlossen und man kann jetzt tatsächlich die ersten Ergebnisse online anschauen. Wir hätten uns gewünscht, dass es die gesamten Berichte der Projektgruppen sind. Da müssen wir jetzt leider noch eine Weile drauf warten, aber zumindest ein paar Kernergebnisse sind jetzt öffentlich. In der Projektgruppe KI und Staat haben wir uns mit allen Bereichen befasst, die der Staat betrifft und wo KI eingesetzt wird oder noch eingesetzt werden wird. Vor allen Dingen die sensiblen Bereiche, die auch die Grundrechte betreffen. Die Frage Überwachung der öffentlichen Räume beispielsweise. Wie handhaben wir es mit der Gesichtserkennung oder Videoüberwachung? Wie stellen wir Open Data zur Verfügung? Und vor allen Dingen, wollen wir automatisierte Waffen ächten oder nicht? Da konnte sich die Projektgruppe nicht einigen. Wo wir uns eingebracht haben, ist, dass auch Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben, auch weiterhin den direkten Kontakt zur Verwaltung haben können, also Offliner oder ältere Menschen. Das war uns wichtig. Ja, Dieter, wir beide waren in der Projektgruppe Wirtschaft im Rahmen der Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz. Wir haben uns darüber unterhalten, wie können wir einen Industriestandort in Deutschland ins digitale Zeitalter bringen. KI, Algorithmen, Verbraucherinnen und Verbraucher, viele Themen, die uns da umgetrieben haben. Was war uns Grünen besonders wichtig und wo haben wir ein paar Verhandlungserfolge erzielen können? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass KI auch zur Ressourcenschonung beiträgt, dass die Energieintensität, die ja auch da ist bei der Digitalisierung, dass wir die angehen, dass wir eine ökodigitale Strategie machen und das mit Innovationsstartups zusammenbringen. Und da haben wir, glaube ich, ein paar Punkte gesetzt, sowohl bei der Hardware-Seite, bei der Software-Seite, wie man KI entwickelt, dass wir sagen, das ist ganz zentral, das muss ökodigital gedacht werden. Wie kann künstliche Intelligenz im Bereich Gesundheit helfen? Das haben wir uns in der Projektgruppe KI und Gesundheit als Frage gestellt. Und als Grüne sind uns folgende Punkte besonders wichtig gewesen. Einmal, damit wir künstliche Intelligenz überhaupt einsetzen können, braucht es Voraussetzungen. Das heißt, wir müssen die Krankenhäuser überhaupt erstmal digitalisieren und wir müssen auch die Menschen in den Gesundheitsberufen entsprechend aus- und weiterbilden. Dann ist immer die Frage, Gesundheitsdaten sind Voraussetzung für die Entwicklung von KI. Da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Es sind aber sehr sensible Daten. Das heißt, wir sind dafür, Daten besser verfügbar zu machen. Aber selbstbestimmte Leute müssen entscheiden können, ob sie ihre Gesundheitsdaten rausgeben wollen oder nicht. Und nicht zuletzt, das Allerwichtigste, Entwicklungen im Bereich KI müssen natürlich zum Wohl der Patientinnen und Patienten und auch der Menschen in den Gesundheitsberufen sein. Das klingt vielleicht selbstverständlich, ist es aber nicht. Heutzutage werden viele konsumorientierte Sachen entwickelt. Alexa funktioniert wunderbar, aber die Sachen, die wirklich in der Pflege helfen, wie vielleicht die intelligente Matratze, die hilft, die Menschen gut zu lagern. Oder ein intelligenter Fußboden, die ermöglichen, länger zu Hause zu bleiben, weil eben Alarm geschlagen wird, wenn ich hinfalle. Das sind die Entwicklungen, die wir mehr brauchen. Dafür brauchen wir interdisziplinäre Forschung, öffentliche Investitionen. Und das wünschen wir uns von KI im Gesundheitsbereich.